Hallo, Sion hier und weiter geht's mit Metal Gear Solid 5. Und ich habe es so lange nicht aufgenommen, weil ich so viele Parts hatte. Oh mein Gott, ich habe einige Kommentare gesehen, einige Tipps, was ich machen soll bezüglich Aufwerten und so weiter und so fort. Es tut mir leid, dass ich nicht wirklich fleißig auf Kommentare geantwortet habe. Ich meine, ich habe auch gesehen, dass einige neue Leute dabei sind. Deswegen ja, ich habe es gesehen. Ich glaube, ich habe nur wirklich vereinzelt geantwortet. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ich hole das in nächster Zeit auch entsprechend nach, weil ich meine, eure Interaktion, ich liebe es, die Kommentare zu lesen. Nur manchmal bin ich zu faul, alles zu beantworten. Deswegen nehmt mir das bitte nicht übel. Es werden bestimmt auch wieder Zeiten kommen, wo ich mehr schreibe. Aber, ja, ich muss mich erstmal wieder reinfinden und sehe gerade, dass ich hier so viel aufwerten kann. Ui, das gefällt mir. Und zwar, wie Fahrzeuge... Oh, nice. Also, wenn es heißt, Fahrzeuge mitnehmen, dann her damit. Her damit, her damit, her damit. Das ist mir wichtiger als alles andere. Jetzt habe ich keine GMP mehr oder kaum. Aber wir haben ja so einen Zaubertrick, indem wir einfach unsere Ressourcen verkaufen, weil wir ja warum auch immer so viele Fahrzeuge haben. Wer weiß warum. Und, oder halt hier von mir aus, die können wir auch ein paar verkaufen. Die brauche ich ja eh nicht. Oder zumindest aktuell so viele brauche ich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Leute, die sich Basen gebaut haben, die werden sagen, doch, die brauche ich. Und ich meine im Endeffekt, ich kann sie mir auch zurückholen, ne? So ist es nicht. Aber lasst mich doch ein bisschen was verkaufen, damit wir noch ein bisschen mehr bauen können. Ja, aber wirklich, ich glaube, meine letzte Aufnahme war irgendwo Anfang Oktober. Es ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr weit in der Vergangenheit. Und Moment, ich brauche wirklich viele Punkte, ne? Das heißt, ich muss hier wirklich anscheinend noch mehr Sachen verkaufen. Das reicht ja alles nicht. Das ist sehr kostenintensiv. Und da, ja, ich brauche wirklich noch mehr Punkte. Das ist jetzt natürlich doof. Ich meine, ich will jetzt, ja gut, oder wir machen es halt Stück für Stück. Wir müssen jetzt nicht übertreiben. Wir können ja noch bei den externen Aufträgen schauen, ob sie uns vielleicht noch ein paar GMP geholt haben. Oder ob wir noch ein paar GMP gewinnen können. Ja, jede Truppe, die halt locker den Kampf gewinnen kann, kann da gerne losgehen. Kann mir aber nur 95% geben, ne? Alles klar. So, schauen wir mal, wie Neben- und Hauptmissionenliste gerade aussieht. Nebenmissionen haben wir eigentlich noch, eigentlich nicht so viel. Können wir vielleicht langsam mal Emmerich kontaktieren? Ich denke mal, da warten einige auch schon drauf. Oder den Elite-Soldaten. Was haben wir denn noch an Hauptmissionen? Nur noch eine. Guerillarebellen starten eine Offensive. Eliminieren sie so viele Kampffahrzeuge wie möglich. Ich denke, damit werden wir noch warten, bis wir die Fultons haben, damit wir die dann eventuell direkt mitnehmen können. Das würde ich dann nämlich testen, ob die Fultons dafür reichen. Deswegen warte ich damit noch und ich würde sagen, dann schauen wir mal wegen Emmerich. Die will ich halt auch noch machen, aber ich meine, ich habe so oft die ganzen Standardsachen gemacht. Gehen wir und kontaktieren wir Emmerich. Aber ihr seht schon, das ist halt ein weiter Weg, den wir da zurücklegen müssen. Ich muss anscheinend, weil da gibt es keinen Übergang. Ich muss anscheinend wirklich von hier gehen. Es wird also ein bisschen länger werden, ne? Hoffe halt, ich kann mir irgendwo ein Fahrzeug snatchen. Ja, ich blute noch, wie gesagt. Ich werde mich am Anfang erstmal nicht duschen. Hauptwaffe passt, Nebenwaffe passt. Ja, ihr merkt schon, ich bin wirklich ein bisschen raus. Aber das passt eigentlich alles. Okay, und ich möchte die Doc mitnehmen, wie gesagt. Ich hoffe, dass wir ein Fahrzeug finden werden. Das wäre natürlich das Allerfeinste. Ah, das könnte interessant werden. Also, jetzt zum Emmerich. Man kennt ihn ja noch aus dem Vorteil, ne? Was ist ihm da passiert? Und, Moment, mir fällt gerade was ein. Ich hatte mir eigentlich die Möglichkeit freigespielt, mich zu teleporten, ne? Dorthin. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir müssen den Weg vielleicht gar nicht komplett laufen. Das hatte, glaube ich, der NOD auch vorher mal erwähnt, dass es da keine Helikoptermöglichkeit in der Nähe gibt. Muss mal gucken, ob es hier jetzt einen gibt. Wenn nicht, muss ich vielleicht, ist es vielleicht kürzer, woanders hinzugehen, wo ich mich tatsächlich warpen kann. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen doof von mir. Aber wie gesagt, ich bin halt wirklich aus der Übung. Ja, ich habe am meisten jetzt eigentlich Horizon gespielt. Sieht man wahrscheinlich auch an den Partzahlen. Wobei, Metal Gear hat eigentlich auch schon eine gute Partanzahl bis jetzt bekommen, verhältnismäßig. Hat aber auch ein bisschen früher angefangen, glaube ich. Und da läuft ja jemand rum. Sag mal. Wie, that's the target. Was machen wir denn hier? Hier ist eine Sidequest, oder was? Ach so, ja gut, mein Gott, dann machen wir auch kurz eine Nebenquest, wenn wir sowieso hier landen. Das ist ja, das ist natürlich sehr vorteilhaft, schätze ich. Wenn wir sowieso hier sind, eigentlich könnte ich den jetzt auch abschießen, oder? Na gut, nee, komm. Darf ich raus? Danke. Wow, wow, wow. Shit, shit, shit. Ja, natürlich. Okay. 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 Wow.
Das ist ein geiler Start, um wieder ins Spiel reinzukommen, ne? Das ist echt ein geiler Start. Würde ich einfach mal behaupten. Und die sind jetzt alle aufgewacht, ne? Also nicht, du schläfst. Ja, ich bin leider voll in Horizon Zero Dawn quasi drin. Kannst du auch versuchen zu... Moment, du, warte mal. Ich möchte nicht, dass du verletzt wirst, mein Kleiner. Na, was habe ich dir gesagt? Habe ich C4 dabei? Ah, habe ich, gut. Dann machen wir das erstmal so. Komm. Gut. Gut, die dann noch in der Nähe sind, die tun mir dann natürlich leid. So. Ja, der Panzer ist down. Ah. Der ist erstmal down. Das war doch das Wichtigste, ne? Dass der mich nicht bemerkt hat. Das ist gut für mich, würde ich sagen. Kann ich einfach mal direkt mitnehmen anscheinend. Ich denke mal, das ist auch nicht verkehrt. Ah, du bist noch ein C mit einer Fähigkeit. Komm los. Aber jetzt ist er erst hochgegangen. Ja, aber das mit dem Heli... Ey, es tut mir echt leid für den Guten. So. Und dann weg mit dem Letzten und dann sind wir durch. Easy. Alles klar. Nice. Wie gesagt, war so eigentlich nicht geplant, aber... Zoom mit R2. So, wo ist die Möglichkeit? Da, ne? Das Ziel. Moment, Ziel? Was war nochmal? Oh mein Gott, ihr merkt schon. Ich meine, ich will jetzt eigentlich nicht den ganzen Weg laufen, das erklärt sich ja auch von selbst. Da sind Toiletten. Wo war denn? Ich muss mal gucken, wo so ein Punkt gewesen ist. Ah doch, das ist dann doch immer Ziel anscheinend. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir ein Stück zurück. Denn die Hoffnung ist, dass ich irgendwo hier eins mitgenommen habe. Irgendwo, was näher ist. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann gehöre ich leider ausgepeitscht. Dass ich jetzt aber kein Fahrzeug habe, ist natürlich doof. Bisschen. Hoppa. Ui, das sah schon fast schmerzhaft aus gerade. Aber gut, 300 Meter sind jetzt auch nicht so weit. Dann kann ich auch erstmal ein bisschen zusammenfassen. Metal Gear ist ja, wie gesagt, für mich ein bisschen her. Und ich muss auch sagen, die Sonnenauf- und Untergänge seit Horizon begeistern sie mich in Metal Gear nicht mehr so sehr. Denn die sind in Horizon einfach doch deutlich schöner noch anzusehen. Ja, Horizon hatte mehr Entwicklungszeit und alles, aber hey. Und es ist auch kein Multi-Plattform-Spiel, aber ich will jetzt auch entsprechend die ganze Zeit die Waffen wechseln. Also, ich merke schon, wenn man so schnell zwischen Spielen wechselt, ist das immer so eine Gewöhnungssache. Schlimm ist es nicht, man muss sich halt wirklich nur gewöhnen. Okay. Was? Ja, super, dass du alles markierst. Komm her. Komm. Ja, tätsche ihm halt den Po, wenn ihm das gefällt, ist okay. So, jetzt möchte ich aber... Ich meine, mit den einen will ich heute gar nichts zu tun haben. So gut oder schlecht ihr auch eventuell seid. Ich darf halt nur nicht gesehen werden. Denn wenn das passiert und da hinten ist ein Fahrzeug... Aber wenn ich gesehen werde und wirklich Alarm ist, dann werden sie mich nicht verschicken. Analysis complete. Ah, der war ein B sogar. Den würde ich normalerweise gerne mitnehmen. Aber, wie gesagt, ich möchte es nicht riskieren. Außerdem wollen wir zu Emmerich.
Hell, mal ist ein anderer Emmerich. Okay, das heißt, wir sneaken uns jetzt einfach da durch. Gut, dass wir den Ort markiert haben, sonst wäre ich bestimmt wieder woanders hingelaufen. Und dir auch danke, dass du alles so fleißig... Wow, 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 wow. Ich dachte schon, das geht jetzt in die Hose. Okay, kann mich auch keiner sehen hier. Hoffentlich. Manchmal ist es echt besser, am helligsten Tage zu gehen, ne? Manchmal. You have arrived at your destination. Enemy presence detected. So, schauen wir mal. A delivery point. Wo ist denn einer? Da habe ich keinen mitgenommen. Echt. Ich habe keinen Delivery Point mitgenommen. War ich nicht schon mal wegen einer Mission dort? Gab es da wirklich keinen? Bin ich echt so blöd gewesen? Scheiße. Das regt mich gerade auf. Ich hätte schwören können, dass ich das gemacht habe. Okay, das heißt, Plan B bedeutet, ich hole mir ein Fahrzeug, werde das ungefähr hier droppen lassen. Und ja, ich denke mal, ich muss aber ein Auto nehmen, welches offen ist. Das ist jetzt echt kacke. Und werde das dann einfach für euch cutten, weil das bringt ja nichts. Das wäre dann halt ein bisschen doof, euch das mit ansehen lassen zu müssen. Klar, ich könnte auch die Horse nehmen, aber nee. Wo ist denn nochmal Missionsliste, externe, Kassettenprotokoll? Wo kann ich denn nochmal... Ich kann doch hier. Munition, Scheidämpfer, Waffen, Gegenstände. Da kann ich auch nach Fahrzeugen fragen, oder? Nee, dann bei Ausrüstung kann ich es aber auch nicht. Ja, aber da habe ich jetzt gemerkt, dass ich die speichern kann, ja. Aber wo zur Hölle sind denn jetzt meine Fahrzeugdrops? Hubschrauber, Missionsliste, neben externe Herausforderungen. Irgendwie ist... Ihr merkt schon, ich war wirklich die ganze Zeit... Aber, Moment, ich kann doch... Ich meine, das bringt mir jetzt nichts. Ich weiß doch aber... Ich weiß doch, dass ich Fahrzeuge droppen lassen kann. Basis und Einrichtung? Nee, das ist auch falsch. Da kann ich meine Basis und Einrichtung machen, was immer ewig lädt. Ah, das ist kein guter Tag. Es ist kein guter Tag heute. Eigentlich ist es immer ein guter Tag, wenn man Medic spielt, aber... Aber Moment, Nachschubabwurf. Hier ist Munition und Scheidämpfer. Das will ich nicht. Waffen und Gegenstände. Oh, Waffe, 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 Waffe. Aber nirgendwo ist mein Fahrzeug. Ausrüstung ist es nicht. Begleiter, Unterstützung. Ausrüstung wechseln, ne. Unterstützung mit Hubschrauber, Missionsliste. Warum kann ich verdammt nochmal kein Fahrzeug anfordern? Aber gut, dann machen wir das anders. Upsi, falsche Taste gedrückt, aber hat zum Glück keiner gemerkt. Oh mein Gott. Ich muss also in diese Richtung. Irgendwer hat mich anscheinend bemerkt. Aber auch nur so halbherzig. Oh Mann. Ja, sowas passiert, wenn man Medic hier einen Monat nicht spielt und dann gar nicht mehr weiß, was Sache ist. Weil so ist es gerade bei mir. Ich habe wirklich absolut keinen Plan mehr. Gameplay-technisch ist halt auch das Ganze gerade ein bisschen problematisch. Weil mir eben die Übung fehlt. Und das fällt halt direkt auf. Tastenbelegung und alles. Also ich will mich jetzt auch nicht den ganzen Part beschweren, weil dann macht das natürlich auch keinen Spaß, ne? Sind wir mal ehrlich. Das wollte auch nicht hören, deswegen versuche ich das mal sein zu lassen. Und ruf mir ansonsten einfach die Ohrs, weil ich meine, mein Gott, was soll ich machen? Ich brauche jetzt irgendwas, um schneller vorwärts zu kommen. Gehen wir dahin. Machen wir das so. Und wenn ich dann bei D-Horse bin, würde ich, denke ich, einen kurzen Cut machen, damit ihr wenigstens die Zeit sparen könnt. Ich meine, für mich, ich muss dann trotzdem da langlaufen, aber es macht für euch dann Unterschied, ne? Und das tue ich für euch natürlich. Ich wollte gerade sagen, ja, ihr seid auch nicht die hellsten. Ein bisschen wie die Maschinen in Horizon, ne? Man kann normalerweise locker vorbeilaufen, solange man sich rechtzeitig wieder tarnt. Rennen vielleicht noch nicht, die schauen ja noch ein bisschen. Kann ich schon mal aufstehen? Oh, 300 Meter habe ich dich weggeschickt. Na, ich hoffe, ich kann dich rufen. Komm schon, die Horse. Eigentlich ist ja egal, wo ich dich ablege anscheinend. Also das ist ja schon ziemlich clever, ne? Ich kann die Horse ablegen, wo ich möchte, aber gut. Ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns dann irgendwo auf dem Weg. Hey, hey, hey. Genau das
Weg, 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 weg. Ja, das ist ein Grund, weswegen ich vorher nicht zu Emmerich wollte, weil ich nämlich genau wusste, dass das auf uns warten würde. Das weiß ich aber nicht, ob ich... Weil vorher, glaube ich, musste ich hier nicht durch. Aber ja, das Spiel möchte unbedingt, dass ihr hier durchgeht, wenn ihr Emmerich holt, beziehungsweise generell. Ist aber nur eine Sidequest. Der Emmerich, deswegen... Ja, steht es euch halt frei, wann ihr das machen wollt. Ihr könnt halt auch erstmal besseres Equipment oder sonst was. Und es gibt mehrere Arten, das Ganze hier anzugehen. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Sniper verwenden. Oder ich werde es wahrscheinlich so machen, wie viele Leute es gemacht hatten, um sich darüber lustig zu machen. Ich denke, so werde ich das machen. Oder zumindest... Ja, doch, es geht doch deutlich schneller. Boss, you okay? Could it be that sniper? Ja? Quiet. Quiet. Da ist sie, ne? Silent assassin. Where's the sniping point? Boss, so. Focus on your objective. You need to make contact with Emmerich. Mal sehen, ob sie... Mich interessiert nämlich auch, ob sie das gefixt haben oder nicht. Schaut mal, hier ist ihre Position, ne? Schauen wir mal, ob das noch klappt. Es gibt nämlich auch Videos, wo man wirklich eiskalt zwei Kisten, glaube ich, auf sie fallen lassen kann und sie sofort ausgenockt ist. Und ich möchte das einfach mal selber testen. Ich habe das damals nicht gemacht. Ich habe mich immer hingesneakt und habe sie dann ein bisschen abgeschossen. Aber das interessiert mich gerade, ob das noch geht oder ob es gepatcht wurde. Schauen wir mal. Kann ja sein, dass es spaßeshalber noch drin ist. Und keine Sorge, ich kann nicht so viel sagen. Ah, die haben das anscheinend wirklich gepatcht, ne? Ich meine nämlich, früher ging das. Ich bin sehr sicher, dass das früher ging. Yep, yep. If you can't mark them, you don't stand a chance. Stay sharp. Rufen wir uns D-Dog aber. Aber ja, ich bin sehr sicher, dass das vorher so ging. Zumindest gab es Videos dazu, deswegen. Und es wäre jetzt gut, wenn es Nacht wäre, um ehrlich zu sein. Oh! Ja, natürlich. Muss mal gucken, da hinten war was, ne? Will jetzt nicht raus unbedingt, damit sie mich nicht nochmal trifft. Sie weiß anscheinend, wo ich bin. Echt? Mein Gott, aber die Dog ist wenigstens ein guter Partner für den Fight. Ah, super, die Dog kann mir nämlich sofort sagen, wo sie ist. Dann machen wir das. Ah. Sauber. Ja, aber okay, es ist eigentlich besser, dass sie jetzt vor den Kisten wegrennt, schätze ich. Weil sonst könnte man sie wahrscheinlich wirklich zweimal direkt ausmachen. Und sie weiß immer noch, wo ich bin. Ich habe aber keine andere... Ich habe keine Distanzbetäubungswaffe. Das ist halt ein bisschen doof. Deswegen. Ja. Gut, dass er das sieht. Seh dich doch. Danke. Ja, das wird im Leben nicht klappen. Nicht in diesem Spiel. Nicht in diesem Spiel. Aber gut, die Frage ist, ob ich für dieses Duell heute wirklich dann Zeit habe. Eventuell müssen wir das auf die nächste Episode verschieben. Weil das vielleicht ein bisschen dauern wird. Aber mal schauen. Im schlimmsten Fall mache ich das. Ich glaube, es müsste ja ein Checkpoint geladen haben, ne? Weiß sie, wo ich bin? An sich weiß sie es, okay. Die Frage ist nur, ob sie mich hier sieht. Anscheinend nämlich nicht. Aber gut, mit D-Dog können wir jetzt hier halt immer relativ fix aufspüren. Das ist der Grund, warum ich lieber D-Dog nehme. Okay, sie schaut gerade irgendwo anders hin anscheinend. Das ist aber gut für uns. Das ist tatsächlich gut für uns. Ja, Festhängen ist nicht gut für uns. Okay, ich weiß nicht, was sie macht. Sieht aus, als wäre sie irgendwie anderweitig beschäftigt. Sie zieht auf jeden Fall irgendwo hin, aber nicht zu mir. Ich glaube aber generell wird sie auch nicht so lange an einem Ort bleiben. Wahrscheinlich geht sie auch irgendwann von alleine weg, wenn sie mich einfach nicht sieht. Zumindest mal... Ja, jetzt zum Beispiel.
Aber sie weiß vielleicht gar nicht, wo ich bin. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo sie ist. T-Dog, find sie. Wo? Feind gefunden, da. Weiß sie, wo ich bin? Ich meine, ich kann es nochmal mit der Kiste versuchen. Er scheint aber nicht zu gehen. Versuchen wir es mal nochmal. Ich bin gerade nur neugierig, ob es geht. Sie hat mich anscheinend nicht gesehen. Deswegen, also ich bin gerade neugierig. Wird sie nochmal weggehen oder nicht? Wenn sie jetzt nochmal weggeht, dann wissen wir Bescheid. Okay, sie haben es auf jeden Fall gepatcht. Schauen wir mal. Spannend. Oh mein Gott, das war lustig. Okay, anscheinend geht's doch noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war zum Schießen gerade. Ah, vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt, dass sie mich gesehen hat. Aber boy, na dann beenden wir das doch ein bisschen schneller. Das war der Hammer gerade. So, wo ist sie denn? Komm schon, T-Dog, sag's mir. Hast du sie nicht erschnüffelt? Was schwimmst du denn? Komm schon. Aber ich höre doch irgendwo was. Da hinten ist was. Aber das ist nicht sie. T-Dog, komm schon. Komm schon, komm her. Feind gefunden, wo? Da. Werde ich nochmal versuchen und dann beenden wir das Ganze. Moment, ist doch... Nein. Ich habe sie... Ah, weil ich sie selber noch nicht geortet habe, oder wie? Moment, die dürfte mich ja eigentlich jetzt nicht sehen, oder? Sehr seltsam. Eigentlich wollte ich es hier nochmal auf den Kopf fallen lassen. Ich habe ja, glaube ich, vielleicht ein oder zwei Minuten geschnitten für den kurzen Weg, den ich gelaufen bin. Und ja, zu Emmerich kommen wir dadurch heute definitiv nicht. Aber... Schauen wir mal. Echt? Oh! Oh! Uiuiuiui. Okay, die hat mich dann echt bemerkt. Also ihre Reflexe sind echt ziemlich gut. Und ihre Sinne vor allem, ne? Die Braut, die sich was traut, ja. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ah, wieder da oben. Ah, Moment, 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 Moment. Schnell, schnell, schnell. Please select a drop point. Supplies requested. Fängt er an zu tanzen hier. Na gut, das war nichts. Keine Granaten diesmal? Doch. Ja, ich muss anscheinend noch den ein oder anderen Supply Drop nehmen. Ist jetzt natürlich schade. Aber ich wollte, dass sie sich komplett auflädt und dachte, ich unterbinde das lieber. Ah, machen wir noch ein bisschen. Eventuell kriegt ihr hier nur die Abridged-Version, wir werden sehen. Ah, ich will eigentlich ein bisschen Zeit sparen, weil ich Hunger habe. Schauen wir mal. Ja, da oben tummelt sich die ganze Munition und alles. Die Dog, wo? Wo ist sie jetzt? Wo ist sie? Oi, 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 oi. Irgendwo da hinten. Wo denn? Da. Na komm, versuchen wir es nochmal. Vielleicht kann ich sie so ein bisschen auf Trab halten. Nee. Solange sie weiterhin auf mich zieht, ist das, denke ich, ganz gut.
Na komm. Sniper that good using a laser sight. It's like Quiet's trying to say the next one will kill you. Na komm. Bam, danke schön. With those abilities of hers. No doubt about it. She has to be one of the skulls. Now move in and finish your boss. Alles klar. Wie sie sich jetzt nochmal hier gewarbt hat, wer weiß. Na, dann geben wir es ihr. Komm her. Und ich stinke schon, ich sehe die Fliegen, das ist gut. Wie mit der Boss damals, ne? Das ist die Frage, ich weiß gar nicht, ob man R2 drücken kann, weil das Spiel aber immer Autosave hat. Möchte ich es gar nicht versuchen. Oh ja, und ich stinke wirklich. Oh, nee, 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 nee. Darfst du nicht mal selbst machen. Halt doch die Luft an. Mensch. Was ist das denn für ein Frauenkampf? Ja, komm, fesse sie. Ich stehe so. Ui, erstmal an die Bubis. Oder wir nehmen sie mit. Nice. Ja, Spielgefährtin für später anscheinend. Das passt. Nice. Und wie wir das machen. Du hast gar nichts zu sagen, mein Lieber. Ein bisschen Training. Machen wir. Wie wir sie mitnehmen. Neue Frauen braucht die Gruppe, ne? Versuch's doch. Na gut. Ja, aber ja, das war halt die Mission, die ich eigentlich noch nicht unbedingt machen wollte, aber dann dachte ich mir, mein Gott, komm, irgendwann muss ich es ja machen, ne? Echt? Warum? Wegen dem Sturm, oder was? Kommt er jetzt echt nicht runter wegen dem Sturm? Na komm. Komm, zwing mich jetzt nicht nur eine Zigarre zu nehmen oder so. Komm runter. Kann ich die. Wo bist du denn? Da bist du doch. Komm runter. Der wartet echt wegen dem Sandsturm oder was? Ey, das gibt's doch nicht. Na gut, warten wir einfach mal, bis er runterkommt. Kann ja nicht so lange dauern, ne? Ja, ja. Warten wir mal kurz. Nur zu nebenbei. Ich hoffe, dass danach nicht zu viel Cutscene kommt. Ich glaube aber irgendwie doch. Im schlimmsten Fall würde ich es in zwei Parts für euch cutten. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Je nachdem, wie viel noch kommt. So, danke. Ey, das ist aber auch ganz ehrlich, das war aber bescheuert, dass ich wegen dem Sandsturm warten musste. Also da hätte das Spiel den noch bitte skippen können, oder? So. Na, auf die Seite bis jetzt zufrieden. Danke. Rein mit dir. Und rein. Sowas von. Und noch ein bisschen ballern. Schicke Ruine eigentlich. Das wäre lustig, wenn ich so meinen eigenen Heli kaputt schießen könnte, ne? Ein bisschen lustig wäre es schon. Aber gut. Aber merkt euch den Ort, weil zumindest einmal, glaube ich, kommen wir auf jeden Fall wieder. Naja.
Dann schauen wir mal. Kann man selber auch ein bisschen Kamera drehen. Damn. Ich hoffe, ich bin da erwachsen genug, dass ich nicht einen entsprechenden Screenshot nehme, aber ich garantiere mal nichts. Oh, der Snake kümmert sich sogar. Das ist mal die Diamond Dog Jacke. Dann setzen wir uns hin. Ui. Okay, du hättest dich die ganze Zeit befreien können, ja? Na komm. Willst du weg, wirklich? Aber ich hab dich gewonnen. Ich wollte dich in meine Höhle nehmen. Hm. Okay. Na dann schauen wir mal, was so wichtig ist, ne? Hey, ich habe sogar einen S-Rang bekommen. Interessant, ne? Hat sich einfach eine Story-Mission in die Nebenmission reingeschlichen. Ich frage mich nur, ob es jetzt speichert, weil dann würde ich auf jeden Fall erstmal hier quasi doch den Cut machen und die Cutscene kriegen wir dann beim nächsten Mal. Yay, Vordergrundherz, dekorativ. Und auch Hintergrundherz. Ohne Ratte. Ganz toll, dass die sich da mit reinfindet. Hey, wie ist der denn in meine Falle geflogen? Und du sowieso. Mensch, was ich wohl für Köder alles benutze anscheinend. So, also wie gesagt, wenn ich sehe, speichert, passt das. Aber es sieht für mich nur nach Laden aus. Speichern. Okay, nice. Das heißt, wir haben einen Kontrollpunkt. Also kann ich hier den Schnitt setzen und beim nächsten Mal starten wir dann wahrscheinlich direkt mit der Cutscene. Bis dahin und bis dahin.